Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wollte ich die, letzten drei Echo Packs aufmachen oder Echo Blister. Wir hatten ja bei dem Starter Pack schon eins aufgemacht und hier sind die letzten drei. Ich würde jetzt sagen, ich packe die einmal alle schnell aus. Dann brauchen wir es gleich nicht, zumindest aus der Verpackung. Bin gleich wieder da. Da habe ich sie jetzt alle drei ausgepackt. Was mich wundert, dass die so eine Welle schlägt. Hier haben wir einmal Dr. Strange und wie heißt sie? Ach, das ist America Chavez. Ah, ich dachte, das ist hier die Doktorin. Hätte auch wegen dem Weißen und Roten sein können. Okay. Das ist die aus Multiverse of Madness. Dann haben wir hier Iron Man und Iron Heart. Achso, das eine war die LE20. Ganz schön weit unten. Und das ist die LE19. Und hier haben wir als letztes Thor und Mighty Thor, die LE17. Auch ganz cool. So. Dann kann ich die ja stapeln. Und direkt loslegen, nicht lang schnacken. Fangen wir auch gleich mit dem ersten an. Ne? Mal gucken. Dann haben wir hier wieder eine Foil drin. Hier haben wir den roten Hulk. Leg da mal mit drauf. Mal weiter runter, da so. A Domination. Hawkeye als Puzzle. Apropos Puzzle, ich habe mal nachgeguckt. Es sind insgesamt 4 Puzzle. Ich flippe aus. Dann eine Comic oder eine Szene auf jeden Fall. Da haben wir hier jetzt Hawkeye und Kate Bischoff und Captain America, die 1. Hätte ich ja im Starter mit gerechnet. Nee. So. Dann haben wir hinten, im letzten, ich glaube bei den Starter hatten wir auch eine Karte schon von denen drin. Von den Ultimativ oder wie heißen? Ne, Ultra. Haben wir jetzt den Hulk, das andere hatten wir der Dr. Strange. Auch eine coole Karte. Gibt mehrere davon. Dann haben wir hier eine Filmszene oder eine Comic-Szene. Dann wieder AIM-Agenten. Ein Comic mit Red Skull, Iron Heart, glaube ich. Ja, Iron Heart und Red She-Hulk. Muss ja auch ein weiblich geben, nicht? So. Machen wir gleich direkt das nächste auf. Nicht zu lange warten. Zack. Dann haben wir hier, wo ist sie denn jetzt? Hey, Nick Fury wieder. Dann haben wir hier einen kleinen Helicarrier als Set. Hulk und Captain America. Das Puzzleteil mit dem großen A. Dann Ant-Man and the Wasp. Und Mighty Thor. So, haben wir den nächsten. Hier haben wir als Foil, haben wir glaube ich auch schon mal beim Starter dabei gehabt, Black Panther. Ein Puzzleteil mit Captain Marvel, eins mit Hulk. Dann haben wir das Nebula sein und der andere, lass mich lügen. Ach, Ronan, okay. Dann Domination und Hulk und Kang.
Der Eroberer. So. Das Ding fühlt sich irgendwie schwer an. Da ist auf jeden Fall wieder der Fifth. So, hier haben wir Dr. Strange mit ganz vielen Namen. Der kann mir auf jeden Fall mal eine helfende Hand reichen. Dann haben wir hier ein Puzzleteil mit mit Iron Man. Dann das eine Puzzleteil mit Helicarrier und das ist der Hulkbuster. Dann Captain America auf dem Motorrad. Ein weiterer Emergent und einmal Sif. Dr. Strange beiseite und die normalen beiseite. So. Zack. Und weg damit. Dann haben wir hier in gezeichneter Form Kamala Khan oder Miss Marvel. Dann Black Widow an der Kanone. Ein Puzzleteil mit Ant-Man und dem Hulkbuster. Hulk auf dem ein Truck. Loki und Thanos und Captain Marvel. So, zack und zack. Und weiter geht's. Keine Müdigkeit vorschützen, wenn das Booster mich dann lässt. Hier haben wir einmal Thanos in Foil, Black Panther als Puzzlekarte, das ist Thor in seinem Mech, wieder Loki in seinem Zimmer als Comic, She-Hulk und Nebula. Zack und zack. Glitzer. Dann haben wir hier Ronan in der Glitzervariante, Hulk auf dem Puzzleteil, Hulk und vermutlich Iron Man in der Werkstatt als Comic-Karte und hier haben wir Iron Man wieder als Puzzleteil. Hier haben wir Miss Marvel und das ist, na komm, Taskmaster. Genau. Dann geht's weiter. Mittlerweile fällt auch schon wieder so an den Punkt im Kleinen, wo sich alles wiederholt. Ich weiß es aber nicht. Hier haben wir einen Hulk. Ein Comic-Hulk, glaube ich. Ja, Comic-Hulk. In Glitzer. Dann haben wir hier wieder Thor. Erneut AIM-Agenten. Dann Red Skull als Comic. Black Panther und Captain America. Na, ich warte schon für so eine Goldkarte mal wieder. Oder allgemein. Ich habe hier noch gar keine. Auf jeden Fall haben wir Kang der Eroberer als eine glitzernde Karte. Okay, beiseite. Den Helicarrier mit dem Nick Fury drauf. Das eine Set. Dann Captain Marvel, genau, Captain America und Hulk. Hier haben wir Captain Marvel auf einer Puzzlekarte. Hulk alleine und Mighty Thor. Da haben wir anscheinend ein Ultra Loki. Die nächste Ultrakarte. Auch voll hübsch. Ich finde es schön mit den verschiedenen, ja, Comic-Bildchen da hinten. Der kommt dahin. Dann haben wir hier Iron Man als Puzzle, Black Panther als Puzzle, Ronan und Nebula wieder. Da haben wir Iron Heart. Ich weiß nicht, okay, sieht man da, ist so ein bisschen Taille. Dann haben wir Kang und Ant-Man als Teamkarte oder Schurken versus Heldenkarte oder umgedreht, wie ihr es sehen wollt.
Dann A, die erste Goldkarte. Eine von den Vieren, Iron Man. Hübsch, hübsch. Fehlen nur noch drei. Und, hui, wir haben hier nochmal einen Taskmaster. Auch nochmal ein Glitzer. Ganz schön. Dann haben wir hier den bewaffneten Iron Man. Dann das Puzzleteil mit Ant-Man und dem Hulkbuster. Wer bist du denn da hinten? Ich kenne ihn nicht. Auf jeden Fall die Avengers mit Schaufeln und ein paar Bäumen. Und nochmal Kate Bishop und Hawkeye. Das war's denn auch mit den Blistern. Echt paar schöne Karten dabei, aber am meisten freut mich natürlich diese schöne Goldkarte. Bei Star Wars finden wir leider immer noch die eine. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal die erste. Mal gucken, wie weit wir hier kommen. Ob ich alles zusammenkriege, relativ zügig, oder eine übrig bleibt. Mal gucken. Dann würde ich mich aber auch vorher erstmal verabschieden. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Falls ja, denkt an das Abo, um nichts zu verpassen. Glocke aktivieren und ich würde mich auch sehr über ein Like freuen. Und dann war es das für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.